herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, Sie hatten alle erfrischende, spannende, interessante Speakers Corners und konnten sich von den vielen Präsentationen, Daten und Grafiken des frühen Nachmittags und Mittags etwas erholen in ausgiebigen Diskussionen. Jetzt habe ich die Freude, die nächste 10 Slides, 10 Sessions, 10 Aspects Session anzukündigen und damit auch Fritz Hinterberger. Herzlich willkommen. Fritz Hinterberger ist wissenschaftlicher Geschäftsführer von SERI, dem Sustainable Europe Research Institute aus Wien, und wird eine 10-minütige Präsentation dazu geben, wie landwirtschaftliche Ressourcen gehandelt werden und wie sie um die Welt verschifft werden. Vielen Dank dafür. Herzlich willkommen, Fritz Hinterberger. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Wer mich kennt, weiß, dass 10 Folien in 10 Minuten für mich kein Problem sind. Für Sie vielleicht eher. Was für mich im Moment eine Herausforderung ist, dass ich jetzt Leute in meinem Rücken habe. Ich muss in die Richtung schauen, damit ich sehe, was da auf den Bildern ist. Und damit läuft jetzt die Zeit 10 Minuten. 10 Minuten, 10 Bilder, 10 Aspekte. Das ist, ich habe auch ein bisschen einen Trick gemacht, das sind schon 5 Bilder, aber es werden dann insgesamt mehr. Und auch nur sozusagen, um in das Thema ein bisschen emotionaler ranzuführen. Im Prinzip geht es darum in den nächsten Folien, dass wir das, was man hier sieht, was passiert, Sojaanbau in Brasilien, Regenwald, wie er sozusagen noch intakt ist und alle möglichen Sauereien, die da gemacht werden, dass man das auch in Zahlen fassen kann. Und darum geht es dann in den nächsten Folien. Auf der einen Seite, das ist Ihnen wahrscheinlich vertraut, verschiedene Darstellungen von Landgrabbing. Ich habe das so gepostet, weil ich gar nicht in die Details gehen möchte. Das Grüne auf der Karte rechts unten sind die, das Dunkelgrüne oder Grüner-Grüne sind die Länder, die am meisten von Landgrabbing betroffen sind. Interessant sind die Hellgrünen, das sind die, die auf der einen Seite investieren und auf der anderen Seite auch von Landgrabbing betroffen sind. China gehört da zum Beispiel auch dazu. Und links unten sieht man dann so in Zahlen nochmal, aber die kann man von hier aus eh nicht lesen, darum gehe ich weiter. Palmöl, eine ähnliche Geschichte. Und jetzt aber das alles zusammengefasst auf einer globalen Zahl, und da darf ich sozusagen unsere Studie, ich habe einige, ich habe gesehen, die sind schon alle weg, ein paar von Ihnen haben Glück gehabt, ein paar habe ich noch in der Tasche, wenn mich jemand ansprechen möchte. Einige der Zahlen, die ich jetzt zeigen werde, die Bilder sind hier drin, ein Papier, das wir anlässlich von Rio Plus 20 gemacht haben für UNIDO und das UBA und Pearl Stiftung und andere. Da sieht man, dass der globale Ressourcenverbrauch, alles zusammengenommen, die biotischen Ressourcen, die Biomasse haben wir ganz unten, hat 35% zugenommen über etwa 30 Jahre. Insgesamt hat sich der Ressourcenverbrauch fast verdoppelt. Das ist sozusagen das Dramatische. Wir haben auch Projektionen, wo es in die Zukunft so weitergehen könnte. Aber das ist das, was ökologisch dann sicher nicht mehr ausgeht. Damit und noch stärker gestiegen ist der Handel mit Agrarprodukten in der gleichen Zeit um, sagen wir, fast verdoppelt, von 1980 bis heute, monetär fast verfünffacht, da stecken die Preise drinnen, aber schon der physische Handel hat sich nicht verdoppelt, sondern verdreifacht, um 180% sozusagen angestiegen. Und rechts unten in der Torte sehen Sie, worum es sich hauptsächlich dreht. Um Nahrungsmittel, um Futtermittel, um Pflanzen, aber auch um Tiere, um Holz und um Produkte. Und Sie sehen die Anteile. Womit wir uns auch in der Studie und überhaupt immer wieder beschäftigen, ist dann, wie sich diese Ressourcenströme sozusagen für Europa niederschlagen. Wir importieren und exportieren. Auf der linken Seite in Millionen Tonnen direkt die Biomasse, die wir importieren oder die verschiedenen Regionen der Welt importieren, in der oberen Hälfte und auch exportieren. Die meisten Regionen tun beides in unterschiedlichem Ausmaß. Und auf der rechten Seite kommt dazu noch die Rucksäcke. Es ist nicht nur das, was wir wirklich verschiffen und was dann wirklich zum Beispiel in Europa ankommt, sondern da hängt oft sehr viel mehr dahinter. Das Doppelte, das Dreifache, das Vielfache, das an Ressourcen verbraucht wird, um überhaupt diese Ressourcen sozusagen dann nutzbar zu machen und letzten Endes dem Handel zuzuführen. Und dann geht es eben um
Billionen Tonnen von auch nur diesen biotischen Ressourcen. Hier wird gezeigt, wie die größten Handelspartner, von denen wir in Europa Nettoimporte bekommen. Sie sind Brasilien, Argentinien, sie sind China. Und wenn wir vorher gesagt haben, dass China vom Landgrabbing her sozusagen, hier haben wir jetzt Biomasse, aber das deckt sich ja auch weitgehend, dass China selber sozusagen Landgrabber ist, aber zum Teil wird das einfach sozusagen weiter geschifft. Und das ist wieder dieses Konzept des Rucksacks, dass ich mich fragen soll, wo kommt es letzten Endes her oder wo kommt es letzten Endes an? Also auch wir sind sozusagen letzten Endes Verursacher des Landgrabbing in der oder der Biomasse-Rucksäcke, konkret gesagt in dieser Abbildung, etwa in China. Und die kleinen Pfeile, die man fast nicht sieht in dieser Darstellung, das ist diese gelben, da geht es sozusagen auch um die Exporte, die von uns in andere Länder gehen, zum Beispiel nach Nordafrika, von der EU aus, es ist offensichtlich nach Norwegen, aber auch nach Japan. Hier haben wir die Importe und auf der rechten Seite und links die Exporte. Und da sieht man nochmal, dass wir in Europa, EU27, einen starken Überhang haben beim Importieren der verschiedenen Kategorien, Crop, Gras und auch Forstprodukte. Und wenn man den ersten Teil nochmal ein bisschen aufspaltet, dann sieht man, in welche Produkte, in welche Früchte, in Reis, in Weizen bis hin zum Öl und Zucker das sozusagen geht. Überall wieder der starke Überhang sozusagen von Importen, aber auch ein kleinerer Teil Exporte. Das war Biomasse, jetzt sind wir beim Land. Im Prinzip ergibt sich das gleiche Bild für die meisten Teile der, für die meisten Regionen, die wir aus den meisten Regionen, aus allen Regionen importieren wir wesentlich mehr, als wir dann wieder exportieren über die Produkte, die an die Ackerland sozusagen verursachen oder benötigen. Und wenn man das Land insgesamt anschaut, dann ist es ungefähr ein Faktor 4 mehr. Das Bild bleibt aber ungefähr das gleiche. Afrika, Asien, Lateinamerika, die großen Regionen, aus denen wir Land importieren. Hier nochmal das Land aufgesplittet nach Produkten. Da macht in Hektar der Forst, das Holz, die größte Fläche aus, dann das Gras und dann die verschiedenen anderen Produkte, die wir dann nochmal ein bisschen rausholen können, weil man in der Darstellung dann noch wenig sieht. Auch da sieht man immer wieder sozusagen kleinere Exporte auch, aber hier ergibt sich eben das immer als das, komme ich hier hin? Reicht nicht so weit. Ja. Okay. Sieht man eben, dass das auch wieder gilt für die wesentlichen Produkte wie Getreide, Öl, Zucker, anderes Gemüse etc. Dann ein im Prinzip ähnliches Bild ergibt sich zum Thema Wasser. Die grünen Länderregionen hier exportieren Wasser, die braunen, darunter auch Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, importieren grünes Wasser. Beim Wasser muss man ein bisschen aufpassen, was sozusagen unterschiedliche Kategorien gibt. Grünes Wasser ist im Prinzip das, was die Pflanzen verdunsten. Also was sie sozusagen an Wasser brauchen, egal ob es durch Bewässerung oder auch durch sozusagen natürlichen Regen sozusagen bewässert wird. Das kann man messen und kann dadurch sagen, was wir an Wasser aus diesen anderen Regionen zum Beispiel importieren, aber eben auch viele andere Regionen wie, wenn wir schauen, hier auch Mittelamerika, aber auch China, natürlich Nordafrika etc. Ja, und das letzte Bild schon, das ich noch zeigen will, ist der globale Handel mit Düngern. Dazu ist es ja in der vorigen Sessions auch immer wieder gegangen. Und da haben wir eigentlich ein relativ uneinheitliches Bild. Aber letzten Endes, wenn ich jetzt sozusagen auf Europa schaue, auch wieder Netto-Importe und interessanterweise nicht EU-Europa als wesentlicher Exporteur.
So, das waren ein paar Schlaglichter und wer noch ein bisschen mehr sehen möchte, kann sich, solange noch welche da sind, die bei mir abholen. Danke. Neun Minuten. Vielen Dank, Fritz Hinterberger. Ich übernehme gleich das Mikrofon. Danke auch nochmal erneut für einen großen Überblick über globale Trends, der uns, glaube ich, sehr schön in die nun anschließende Diskussion auch nochmal eingeführt hat. Überhaupt war mein Eindruck des heutigen Nachmittags, dass ich selten so viele und dichte Informationen in so kurzer Zeit mitbekommen habe wie hier heute Nachmittag. Vielleicht ist es dem einen oder der anderen ähnlich gegangen. Wir hatten mehrere Inputs, die wirklich uns einen großen Überblick, ein Big Picture vermittelt haben von Jochen Flassbart, von Christine Chemnitz, jetzt nochmal Fritz Hinterberger. Wir hatten dann aber auch den Slot am Nachmittag, wo es schon ganz konkret um Investitionen ging. Auch wieder mit vielen, vielen Zahlen und Fakten und Daten und Erfahrungen vor Ort. Und jetzt gerade in der Pause habe ich die meisten von Ihnen schon sehr aktiv im Gespräch erlebt, allerdings zu vielen kleinen Detailthemen. Was wir jetzt vorhaben, ist genau das alles zusammenzubinden in einer großen Diskussion. Und zwar zum Thema Investitionen in Transformation, Hoffnungen und Grenzen von ausländischen Investitionen in der Landwirtschaft. Was ja auch schon angedeutet wurde, das ist nicht der einzige Ort in Berlin, schon gar nicht auf der Welt, aber noch nicht mal in Berlin, wo genau über das Thema diskutiert wird. Denn eingangs hat Christine Chemnitz und viele von Ihnen und euch werden es auch wissen, ja schon mitgeteilt, dass ab morgen das Global Forum for Food and Agriculture auf der Grünen Woche beginnt, wo interessanterweise das Thema ganz ähnlich klingt, nämlich verantwortliche Investitionen in Agrar- und Ernährungswirtschaft, Schlüsselfaktor für Ernährungssicherheit und ländliche Entwicklung. Das heißt, während also ab morgen da, ich glaube, knapp 70 Landwirtschaftsministerinnen und Minister ihre Köpfe zusammenstecken, wollen wir das jetzt schon heute hier tun und über Fragen diskutieren, sind denn ausländische Investitionen tatsächlich ein Schlüsselfaktor? Kann man sich vor dem Hintergrund der Zahlen und Fakten, die wir eben gehört haben, ja schon mal stellen. Welche Chancen und welche Risiken sind mit ausländischen Investitionen verbunden? Wie können sie so gestaltet werden, dass sie eine nachhaltige Transformation in ökologisch und soziale, zukunftsfähige Formen des Landbaus mit sich bringen? Wie müssten dann Politiken und Maßnahmen aussehen, um solche Investitionen sinnvoll zu steuern? Und viele andere Fragen, denke ich, können wir hier auf dem Podium diskutieren in dieser Runde. Und dazu begrüße ich zuallererst auch nochmal Sie alle und euch alle hier im Raum, denn wir werden diese Diskussion möglichst interaktiv gestalten. Deswegen sind Sie alle Teilnehmer dieser Diskussion. Es gibt hier zwei freie Stühle, die sind gelb. Und da sind Sie herzlich eingeladen, Ihr Expertenwissen einzubringen, eine Beobachtung loszuwerden, eine Frage zu stellen, sich mit anderen hier im Raum zu streiten. Man nennt das Fishbowl-Diskussion und es geht darum, ein Höchstmaß an Austausch unter allen Anwesenden hier im Raum zu erzielen. Also, die ersten Teilnehmerinnen hier vorne sind Sie. Zusätzlich haben wir uns aber überlegt, dass es sinnvoll ist, auch drei Perspektiven einzubringen, die wir gerne in dieser Diskussion vertreten hätten. Und da möchte ich Ihnen drei Personen vorstellen, die schon hier sitzen und ihre Plätze im Gegensatz zu Ihnen nicht freigeben müssen. Sie sollten dann ab und zu, wenn Sie hier gesessen haben, auch wieder anderen Leuten das Wort erteilen müssen. Wir haben das Privileg, das nicht tun zu müssen. Zuerst begrüße ich Herrn Gerd Fleischer von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und bedanke mich auch erstmal ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie so spontan und kurzfristig früh Frau Frochtmann eingesprungen sind, die leider erkrankt ist. Und auch wenn jetzt die Gender Balance hier in der Runde darunter etwas leidet, glaube ich, können Sie hier einen vielfältigen Input liefern. Als promovierter Agrarökonom mehr als 20 Jahre lang schon in der Arbeit zu Agrarwirtschaft und ländliche Entwicklung beschäftigt. Die meiste Zeit davon in der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, früher GTZ. Sie waren in verschiedenen Ländern, Tunesien, Indonesien, China, Osttimor auch vor Ort. 3 Jahre als Berater für nachhaltige Landwirtschaft bei der Weltbank. Und jetzt leiten Sie die Abteilung für, Agrarwirtschaft und ländliche Entwicklung. Ländliche Entwicklung und Agrarwirtschaft in der GIZ. Herzlich willkommen. Und dann begrüße ich nochmal Helen Jego aus Kenia,
die, wie wir schon gehört haben, eine sehr bunte Biografie hat, aber die ich jetzt nicht mehr vorstellen muss, weil das gerade schon erfolgt ist. Nur für die, die jetzt erst hereingekommen sind, Helen Yego ist selber als Farmerin aktiv, kommt aus Kenia und ist Generalsekretärin der Goma Farmers Associations. Herzlich willkommen auch nochmal in diesem Kreis. Und last not least, Michael Windfuhr, hier der dritte Mensch in unserer Runde. Michael Windfuhr war ganz lange bei der Organisation FIAN beschäftigt, hat sie mit aufgebaut, war dann lange Jahre der Generalsekretär von FIAN International, hat dann einige Jahre bei Brot für die Welt das Referat für Menschenrechte geleitet und ist seit zwei Jahren der stellvertretende Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte hier in Berlin. Was uns beide zudem noch verbindet, ist, dass Michael schon sehr lange bei der Organisation Germanwatch aktiv ist und ich selber auch im Vorstand von Germanwatch bin. Herzlich willkommen, Michael, hier und danke auch für die Teilnehmer in dieser Runde. So, und da unsere Zeit auch schon relativ begrenzt ist, gehen wir sofort in die Diskussion hinein. Und Sie können sich, alsbald Sie das Bedürfnis empfinden, gleich auf diese Stühle hier setzen. Wir fangen schon mal an. Und bitte kommen Sie in den Kreis, wenn Sie an der Diskussion teilnehmen möchten. Ich fange mal an mit Ihnen, Herrn Fleischer. Ausländische Investitionen spielen natürlich in der Arbeit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit schon immer eine Rolle. Die Förderung dieser, die Durchführung von gemeinsamen Projekten auch mit der Privatwirtschaft. Neuerdings gibt es auch eine deutsche Initiative für Agrarwirtschaft und Ernährung, die gegründet wurde, aber da können wir vielleicht später noch mal genauer drauf eingehen. Vielleicht können Sie erstmal noch mal sagen, was verbinden Sie und die GIZ für Erwartungen mit ausländischen Investitionen im Ernährungsbereich allgemein? Welche Rolle können die spielen und was für Erfahrungen haben Sie in dem Bereich gemacht? Ja, danke, Santarius. Sie haben schon zu Recht betont, Investitionen sind ein Schlüsselfaktor und ausländische Investitionen können auch ein Schlüsselfaktor für nachhaltige ländliche Entwicklung und landwirtschaftliche Entwicklung sein. Aber wenn wir uns die Zahlen angucken, und es gibt ja einige Studien, ich zitiere jetzt mal so ein paar Zahlen aus einer Studie der Global Donor Platform for Rural Development, das ist ein Zusammenschluss der staatlichen Durchführungsorganisationen, wo Bilaterale wie die GEZ dabei sind, aber auch die Weltbank oder die FAO. Und dort hat man eine Studie gemacht von 31 Ländern, davon einige Niedrigeinkommensländer, andere Middle-Income-Countries. Und herausgekommen ist, Foreign Direct Investment, ausländische Direktinvestitionen, machen nur 1% der Investitionen in Landwirtschaft aus. Das sind Zahlen, die so bis 2008 gehen. Vielleicht sind sie jetzt in der Zwischenzeit nach der Nahrungsmittelpreiskrise etwas gestiegen, aber 60% ist der heimische Privatsektor, der die Investitionen ausmacht. Dazu gehören die Kleinbauern, mittlere, größere Bauern natürlich auch selbst. Alles, was im vor- und nachgelagerten Bereich zu der landwirtschaftlichen Produktion investiert wird. 35% nationale Regierung und 2% auch nur Entwicklungshilfe. Also wir haben vielleicht einen doppelt so hohen Anteil an Investitionen wie die ausländischen Privatsektorinvestitionen, aber auch wir in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit und vielleicht kann man da auch die Nichtregierungsorganisationen und die privaten Initiativen hinzuzählen, haben nur einen ganz geringen Einfluss. Genauso gering wie die ausländischen Direktinvestitionen. Also die Zahlen sprechen erstmal dagegen, dass es ein Schlüsselfaktor ist. Was wir aber sehen ist, und es gibt natürlich jede Menge Fälle, Einzelfälle oder auch wenn wir jetzt die Bilder von Herrn Hinterberger nehmen mit dem Sojaanbau, da steckt wahrscheinlich auch eine ganze Menge ausländisches Kapital drin. Palmölplantagen in Indonesien ist auch genannt worden, wo eine Kraft entwickelt wird, die Wertschöpfungsketten, globale Wertschöpfungsketten, den globalen Agrarhandel sehr stark beeinflusst. Und es sind gerade diese Investitionen in globale Wertschöpfungsketten, die von ausländischen Unternehmen getätigt werden. Also da haben wir eine Kraft, die positiv wirken kann, die aber auch negativ wirken kann. Und es geht halt darum, wie wir das beeinflussen. Jetzt haben Sie gesagt, wir arbeiten mit dem Privatsektor zusammen. Klar, tun wir. Aber ist auch nur ein ganz kleiner Teil unseres Portfolios. Wir wünschen uns, dass es mehr wird. Das möchte ich ganz klar sagen. Denn auch die Schlussfolgerung dieser Studie der Global Donor Platform for Rural Development sagt, Einzelprojekte, die von
der ausländischen Entwicklungshilfegebern gemacht werden, sind immer Insellösungen. Beeinflussen vielleicht 1000 Bauern das Schicksal von 2000, vielleicht geht es auch noch mal ein bisschen höher, aber wenn wir sozusagen weitflächige Wirkungen haben wollen und das Investitionsgeschehen beeinflussen wollen, dann muss man stärkere Zusammenarbeit mit dem Privatsektor suchen. Man kann natürlich versuchen, auf der Makroebene Regelungen einzuführen, dort zu beraten, dass man Leitplanken für Privatsektorinvestitionen durch Regierung, vielleicht auch durch zivilgesellschaftliches Engagement beeinflussen kann. Aber das reicht wahrscheinlich nicht aus, um Privatsektorinvestitionen in vernünftige, in entwicklungsfördernde Bahnen zu lenken. Hier möchte ich jetzt erstmal aufhören. Vielleicht können wir auf die konkreten Beispiele unserer Arbeit noch später eingehen. Wobei, das wäre jetzt gleich mal meine Rückfrage gewesen, weil wenn Sie eingangs sagen, es spielt quantitativ in der Gesamtsumme nicht so eine große Rolle, aber es kommt eben darauf an, in welchen Bereichen man investiert, dass man da was erwirken kann. Haben Sie da so eine Art Best-Practice-Beispiel, wo genau das ausländische Kapital eine Hebelwirkung entfachen kann und eine vernünftige Entwicklung auslöst? Wir, herzlich willkommen. Wir haben seit 5 Jahren ein Projekt, was gefördert wird gemeinsam oder finanziert wird gemeinsam von dem BMZ, Bundesministerium Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und der Bill und Melinda Gates Stiftung zusammen mit der Stiftung der Otto-Gruppe. Das ist ein Baumwollprojekt in 6 Ländern in Afrika. Es geht von Westafrika bis ins südliche Afrika, wo inzwischen mehrere hunderttausend Bauern erreicht worden sind, dadurch, dass man die Zusammenarbeit mit den Firmen, die die Baumwolle vor Ort aufkaufen und verarbeiten, gesucht hat. Und da geht es darum, den Bauern verlässliche Rahmenbedingungen zu bieten, sodass sie also bei ihren Entscheidungen, ob sie Baumwolle anbauen und wie viel sie anbauen in einer jeweiligen Saison, so unterstützt, dass sie eine Vorfinanzierung bekommen, dass sie die entsprechenden Betriebsmittel bekommen, also zum Beispiel Saatgut, in dem Maße und in der Qualität, wie es vom Markt gewünscht wird. Also dass die Baumwollpflanze auch die Baumwolle so produziert, wie es vom Markt dann gewünscht wird. Und dass sie verlässliche Rahmenbedingungen hinsichtlich Preise haben. Und das ist ein ganz guter Erfolg. Man muss halt gucken, wie sich das in der Zukunft entwickelt, wenn man nicht in einer Periode ist, wo die Baumwollpreise auch tendenziell ansteigen. Das hat man in den letzten Jahren gesehen. Wenn sich also die Baumwollpreise stärker volatil entwickeln, also stärker schwanken, ob dann die Baumwollfirmen weiterhin in der Lage sind, dieses Modell auch mit Hilfe von uns dann weiter so zu betreiben oder ob es dann wieder Schwierigkeiten gibt. Also im Moment sieht es so gut aus, dass wir da mehrere hunderttausend Bauern erreichen können. Okay, danke schön. Ich freue mich auch schon sehr über den ersten mutigen Teilnehmer hier im Kreis, würde aber gerne doch erstmal noch einmal das Wort an Helen Jego geben, denn das Beispiel hat auch ganz gut übergeleitet. Sie haben eben eher ein kontraproduktives Beispiel von ausländischen Investitionen in Kenia im Baumwollsektor genannt, bei der vorherigen Diskussion, und insgesamt auch gesagt, it's a drop in the ocean. Also ausländische Investitionen erreichen eigentlich nicht das, was sie erreichen oder was nötig wäre an Investitionen in Kenia. Können Sie trotzdem noch mal von konkreten Erfahrungen mit ausländischen Investitionen vor Ort ein bisschen berichten? Hello, thank you. I had mentioned earlier on when I talked about the FDIs, and I hope you'll bear with me that we're talking specifically about agriculture. And I said that it is a drop in the ocean because we don't fail it at grassroots level. We have this big project of AGOA, which is what he has mentioned about the cotton industry. One of the countries that is a beneficiary is Kenya. But the irony of it is that there's the industry on cotton, but the raw material is being imported from outside to support that industry, and the products exported as Kenyan products. It has been very difficult for the program to develop the raw material production in our country, because initially we have had good cotton. We've had three cotton companies that collapsed
during the time of the IMF World Bank structural adjustment programs, coupled with our own internal corruption activities by our leaders. And when we lost those industries, the cotton gineries that were developed and are still existing in the rural areas where farmers grow cotton, they have not been revived fully yet. This process is slow. And because of trade liberalization, it's easier for the processing company to import from especially our neighboring country, Tanzania, whom they have had their own cotton industry from time immemorial going on. Even Ethiopia, they have their own cotton industry going on, because even in Ethiopia, they have local gineries and they produce even their own clothes traditionally in the villages, so they have a lot of cotton. So there are hopes if really the FDI wants to assist to develop agriculture by being patient and also being able to reach directly to the producers. Mm-hmm. But once emphasis is on processing and industry, then the producers are kind of cut off. So when we're talking about investment in transformation, the hopes that I see, there are products in Kenya that with FDI, it has worked very well. For example, we have foreign investors on tea industry. These foreign investors have recognized the value of including the small-scale tea producers. And we have one example called the Outgrowers Empowerment Project through a foreign investor on the tea industry in Kenya, whereby they opened up their factory to the small-scale farmers. And it kind of came as social corporate responsibility to see that the neighboring small-scale farmers that grow tea would also process through their factory. Mm-hmm. And as a result, these small-scale farmers have had the opportunity of being registered or getting their tea come to Europe on fair trade. And so the link with the private investor, with the small-scale farmers, it has transformed the tea industry, whereby now these small-scale farmers are getting premiums for selling their tea on a fair trade labeling venture. And that is how we see that there are hopes if we can have such kind of inclusiveness of the masses, because 80% of the rural people and about 70% directly linked into production of various kinds. And when we are talking here, we're talking about food. And yet we have also these policies that are made internationally, like the MDGs. And when you say by 2015 you want to eradicate poverty, we cannot eradicate poverty unless you also involve the actors up to the grassroots level, the potential actors who are the masses of the small-scale farmers. However, one thing that I see is limiting to FDI in agriculture, especially in our country, is that the private investors that come to our country also play along to the rules of the country. And these rules are very limiting in the sense that they are vested interest by the policymakers and the powerful people, or also from the companies that come in. And yet, in this sense, they don't want to get to the rural areas, because we also have limiting infrastructural setups that people want as much as possible to avoid getting into those other sectors that will make the cost of operation very high or also very risky because of the vast area that we live in, with some parts with insecurity. Thank you. Danke. Dankeschön. Also wir haben jetzt zwei Beispiele gehört, das Baumwollprojekt, was Sie ansprachen, und auch nochmal das Tee-Projekt, was Helen Jego gerade genannt hat, wo Kleinbauern direkt in Projekte ausländischen Kapitals eingebunden wurden. Jetzt möchte ich kurz auch nochmal
Michael Windfuhr das Wort geben. Ist das so, als Faustregel kann man das so stehen lassen? Sobald Kleinbauern eingebunden sind, sind ausländische Direktinvestitionen eine gute Sache? Oder kannst du vielleicht nochmal eher abstrakt formulieren, was für Bedingungen gegeben sein müssen, damit sich auch einige der Hoffnungen materialisieren? Ja, es gibt in der Tat ausländische Direktinvestitionen, die Kleinbauern einbeziehen, und es gibt welche, die es nicht tun. Ich glaube, das ist schon mal wichtig zu sehen. Aber bevor wir da hinkommen, noch eine Vorbemerkung vielleicht nochmal über den Rahmen, in die jetzt ausländische Direktinvestitionen hineinfließen. In vielen ländlichen Regionen, insbesondere in Afrika, haben wir ja, das haben wir auch in den Beispielen heute gehört, eine enorme sozusagen Deinvestition gehabt, die letzten 2-3 Jahrzehnte. Ja. In Indien ist es stark zurückgegangen, das haben wir gehört. Also die öffentliche Hand hat kaum noch investiert in ländliche Regionen und auch die Entwicklungszusammenarbeit nicht. Das ist zum Teil von 20-30% in der EZ auf 3-4% zwischen 1980 und 2005 zurückgegangen, bei der Weltbank wie bei der GIZ. Das ist aber auch genauso passiert in vielen Entwicklungsländern. Es ist kaum noch investiert worden in ländliche Regionen, mit den Effekten, dass die Unterstützungsstruktur auch für Menschen, die dort leben und dort Einkommen erwirtschaften, enorm sklerotisch geworden ist, sehr schlecht. Es gibt kaum noch Agrarberatung, es gibt keinen Veterinärdienst mehr, es gibt keine Unterstützung bei der Vermarktung von Produkten, oft kein Wetterradio mehr, geschweige denn, wenn es zu Klimawandel kommt, irgendeine Information, was passiert eigentlich hier, wie wird sich das entwickeln. Es gibt keinen Zugang zu Krediten, es gibt oft keine Landkatasterbehörden, schon gar nicht für Frauen. Oder wenn es Behörden gibt, funktionieren die sich, sind hochkorrupt. Wenn Sie in Indien vor Gericht gehen mit einem Landkonflikt, kommt nach 22 Jahren frühestens das Urteil im Schnitt, habe ich neulich gelesen. Also Sie haben im Grunde eine rechtliche Rahmenbedingung, die ausgesprochen schwierig ist für Leute, die ohnehin sehr verletzlich leben. Das ist sozusagen der Rahmen in vielen ländlichen Regionen, weil es eben auch so eine Rückentwicklung gegeben hat. Das lag auch übrigens in der internationalen Entwicklungspolitik. Die Weltbank hat immer Trade-Based Food Security empfohlen, also importiert Nahrungsmittel und baut was anderes an, Baumwolle oder so. Und jetzt auf einmal in der Welternährungskrise 2007, 2008 hat man gesehen, das ist aber eine sehr gefährliche Entwicklung, weil eben viele Länder doch abhängig geworden sind, auch von den Nahrungsmittelimporteuren, was wir früher nicht hatten. Ne? Früher waren das bei 22 Netto-Nahrungsmittelimportländer, heute fast 100. Also die meisten Länder der Erde brauchen schon zur Versorgung ihrer Bevölkerung auch Importe. Ne? Das hat sich enorm verändert und wir haben eine sehr schwache Struktur. Und jetzt ist die Frage, natürlich brauchen wir angesichts dieser Situation dringend viele Investitionen in ländliche Entwicklung. Es ist gut, dass das Thema Investitionen in ländliche Entwicklung zurückkommt, aber wem sollen sie nützen und wo müssen sie hingehen? Ja? Und da wäre für mich wichtig, einerseits zu betonen, wenn wir Hunger bekämpfen wollen, muss es natürlich zu denjenigen gehen, die in ländlichen Regionen leben und produzieren, deren Einkommen muss wachsen, weil das sind die meisten Hungernden. Fast 80% der Hungernden sind Kleinbauern oder landlose Landarbeiter. Also dort müssen wir die Einkommen steigern, dann würden wir Hunger bekämpfen. Und zum Zweiten muss natürlich das gesamte Netzwerk ländlicher Infrastruktur wieder aufgebaut werden. Das meint jetzt eben nicht nur Straßen, das meint diese ganzen sozialen Unterstützungsstrukturen, die wir längst haben. Wir informieren unsere Bauern in Baden-Württemberg längst darüber, wie man den Rotwein vom Dornfelder auf Merlot umstellt angesichts des in 10, 15 Jahren kommenden Klimawandels. Wir investieren so viel in unsere sozusagen ländliche Infrastruktur, das fehlt. Und jetzt ist natürlich das, wenn es jetzt eine große Aufmerksamkeit gibt für ausländische Direktinvestitionen, was heißt das dann? Ja, die kommen natürlich in Länder, wo es kaum einen Widerstand gibt. Deswegen können die oft sehr leicht an Land rankommen, weil es keinen Kataster gibt, weil der Landrat im Zweifelsfall immer dafür ist, dass überhaupt einer investiert und dann den nimmt, den er kriegt. Und auch wenn er dafür ein paar Indigene umsiedeln muss, das ist nicht so. Hauptsache, es passiert was in der Region. Das heißt also, es gibt einen enormen Druck auf den Markt und sozusagen die lokalen Infrastrukturen oder die lokalen Politiker auch oder Administrationen unterstützen das oft, weil sie überhaupt, wie bei uns auch, jeder Landrat sucht dafür, dass die Investition zu ihm kommt. Ja, und dann gibt es einen Wettbewerb in Kenia, ob das nun im Rift Valley in die Region oder in die Region gibt. Also stehen die fast Schlange bei den Investoren. Ja. Das Zweite ist, sie konkurrieren oft um die wenigen verfügbaren auch landwirtschaftlichen Ressourcen in den Ländern selber. Die wenigen Agrarforschungsinstitutionen in Kenia operieren dann oft mit denjenigen, die kommen und Geld mitbringen. Die operieren dann nicht mehr für Kleinbauern. Das heißt, das Wenige, was an Infrastruktur noch da ist, wird auf diese ausländischen Investitionen auch sehr leicht konzentriert. Das sind die Risiken, die da drin stehen, dass man im Grunde Entwicklungswege legt, die eigentlich an dem wirklichen großen Loch an fehlenden Investitionen, 20, 30 Jahre ist nicht investiert worden, vorbeigehen an dem, was wir wirklich bräuchten, um Hunger zu bekämpfen. Ja.
Das heißt jetzt aber andererseits nicht, dass jetzt jede ausländische Direktinvestition automatisch gleich schlecht ist oder falsch ist. Ja, wenn es eine Investition gibt, meinetwegen in ein Genossenschaftssystem, ja, wo man versucht, Produkte anzubauen, oder wenn man über bestimmte Formen von Vertragslandwirtschaft nachdenkt, wo meinetwegen Firmen kommen und kleine oder mittlere Bauern darin auch unterstützen, ihnen Saatgut geben, Agrarberatung, alles im Paket, kann das unter bestimmten Bedingungen auch eine relevante oder wichtige Investition sein. Ja, wichtig ist, dass es eigentlich eine Steuerung geben kann durch das Land. Deswegen ist meine sozusagen Geschichte immer gewesen, auf das Recht auf Nahrung hinzuweisen, auf die Verantwortlichkeit der Nationalstaaten, aber auch der Investoren, sicherzustellen, dass sie nicht im Grunde die Menschen, die dort leben, übersehen, dass die nicht übersehen werden, vertrieben werden, sondern dass man deren Rechte zuerst wahrnimmt, dass die Investitionen dort dienen. Jetzt ist natürlich die Frage, wer kommt und wer investiert. Wir haben die großen Fälle jetzt gesehen, Futtermittel, Biosprit. Das sind aber nur einzelne Fälle auch. Wir haben natürlich auch viele Investitionen in Wertschöpfungsketten inzwischen, wo die großen Nahrungsmittelmultis beginnen, Sorge zu haben, die Nestles, die Unilevers, dass sie keine Rohstoffe mehr kriegen und selber beginnen, sich wieder mehr Sorge darum zu machen, wie stellen sie sichere Lieferbeziehungen. Die investieren oft auch natürlich mit Bauernverbänden zusammen. Ja, nicht unbedingt immer nur, die bauen das Land nicht immer selber in großen Plantagen, sondern bauen auch meinetwegen Unterstützungssysteme durchaus auf. Ja. Und es gibt natürlich das große Interesse auch der Supermarktketten. Ja, die Supermarktketten, die mehr und mehr Afrika, Asien durchdringen, wollen standardisierte Produkte und die kommen oft mit den Kleinbauern auch nicht klar, weil die nicht liefern nichts Standardisiertes, nicht zum gleichen Preis, sondern die suchen sich dann auch sozusagen mittlere oder größere Zulieferanten, die dann im Grunde das Kapital kriegen und sozusagen dann vielleicht die standardisierten Produkte für den globalen Markt liefern und die liefern dann zu 80% im Jahr an kenianische Supermärkte und der Rest geht auch nach Carrefour in Frankreich oder so. Das passt durchaus in das Global Sourcing Produkt von Carrefour und von Nestle hinein. Und ich glaube, das ist zudem der Rahmen, den wir sehen. Wir sehen ein wachsendes Interesse in das Land und es sind die großen Firmen, die diese stabilen Lieferbeziehungen aufbauen, zunehmend. Und in den Ländern sind es dann aber oft nicht die Kleinbauern, die davon profitieren, sondern oft auch nationale Eliten, die wieder ins Land hinausgehen und zum Beispiel eben Zulieferer werden für Carrefour, für die Nestles, für die Unilevers. Ja, also das sind, glaube ich, die Trends, da kommen mehrere zusammen. Ne? Und es ist wichtig, dass mehr investiert wird. Wir müssen aber sicherstellen, und das ist eben ganz stark eine Aufgabe des Nationalstaats, aber auch internationaler Regeln, dass diese Investitionen, die jetzt kommen, nicht diejenigen marginalisieren und schwächen, die ohnehin schon so marginal aufgestellt sind. Vielleicht das mal als Start. Gut, danke schön auch dir. Also ich denke, dass gerade auf das Stichwort Steuerung von Investitionen, aber auch das Thema Vertragslandwirtschaft etwas wäre, wo man später nochmal drauf zurückkommen kann. Jetzt möchte ich aber nochmal auffordern, dass man gerne hier in diesen Kreis kommen kann. Es beteiligen sich alle Generationen an der Diskussion. Da hinten höre ich auch schon die ganz junge Generation. Sehr schön. Aber jetzt haben wir hier Herrn Wienold. Bitte schön. Das Mikro müsste an sein. Ist an. Schießen Sie los. Ja, mein Name ist Hans Wienold. Ich bin Soziologe. Habe lange in Pakistan, Indien, Mexiko, Brasilien gearbeitet. Ich wiederhole jetzt fast das, was Sie gesagt haben. Also mir geht es hier zunächst mal um die Frage, was heißt eigentlich Investition in die Landwirtschaft? Also nehmen wir jetzt das Beispiel Argentinien, Sojaanbau. Dann investieren natürlich die großen Agrarmultis nicht in die Landwirtschaft, sondern sie investieren in die Häfen und die Transportwege. Nicht? Also dort finden die Investitionen statt und mit diesen Investitionen kontrollieren sie natürlich das, was dann im Land passiert. Nicht? Es wird auch nicht ins Land investiert, sondern Finanzinstitute, Finanzunternehmen pachten Land und geben es als Vertragsland dann weiter an Vertragslandwirte. Das heißt, es wird nicht direkt auch in Land investiert, sondern es gibt verschiedene Methoden, sozusagen die Produktion in bestimmter Weise zu kontrollieren. Und also man könnte dieses Beispiel vermehren, Brasilien, was weiß ich, auch Kage mit den Häfen, um die Sojaproduktion zu verschiffen oder wenn Sie an Mexiko denken, Vertragslandwirtschaft. Da wird nicht in das Land investiert, sondern es wird in die Konservenfabrik investiert, die die Erdbeeren für den amerikanischen Markt produziert. Ne? Und die Frage ist nicht, ob man sozusagen den Begriff der Investition um den Begriff der Kontrolle ersetzen muss oder ergänzen muss. Das heißt, wer kontrolliert diese Produktion und von wo aus wird sie gesteuert?
Sie wird auch nicht mehr nur in den Ländern selbst gesteuert, sondern es sind die großen Walmart oder was weiß ich, Carrefour wurde genannt, die also sozusagen aus Europa oder weltweit steuern, was in der landwirtschaftlichen Produktion, sagen wir in Argentinien oder in Indien oder in Mexiko passiert. Das war. Bitte. Vielleicht nur noch mal ein Hinweis auf etwas, was sich verändert hat durch die seit 2008 gestiegenen Weltmarktpreise. Es war in der Tat so, dass viele Multis in Exportsektoren nie in Land investiert haben, weil die Preise so niedrig waren, dass sie immer sich von der Bananenernte die besten Sachen aussuchen konnten. Die haben die Ecuadorianer, die Hondurianer, die Kolumbianer Bananen produzieren lassen. Oft nationale Hersteller haben sich dann die besten Sachen rausgepickt. Der Landbesitz, den es noch Mitte letzten Jahrhunderts gegeben hat, ist sehr stark zurückgegangen. Was sich jetzt aber verändert, ist, dass die Preise auf einmal steigen und wir vielleicht doch in eine Situation kommen, wo das gar nicht mehr so sicher ist, dass man kostengünstige Agrarprodukte bekommt. Und da verändern sich die Strategien der Firmen, die sowohl Nahrungsmittel herstellen, aber auch diejenigen, die in Supermärkten arbeiten, weil sie eben an einer gesicherten Rohstoffversorgung Interesse haben. Die machen sich mehr Sorge darüber, wo kriegen wir eigentlich unser Palmöl eigentlich noch her und unter welchen Bedingungen und kriegen wir das noch oder wird das nicht in Schwäbisch Hall in irgendeinem Heizkraftwerk verheizt, weil die besseren Preise zahlen, als das Unilever kann. Und sozusagen diese Logik verändert sich bei den großen Investoren. Und die beginnen natürlich auch ganz anders über Land und Investitionen und Wertschöpfungsketten nachzudenken. Und da ist natürlich jetzt wichtig zu sehen, was verändert das eigentlich in ländlichen Regionen? Kann das in irgendeiner Weise, zum Beispiel durch eine genossenschaftliche Kooperation von Bauern, aufgefangen werden, dass die Partner werden können? Oder werden die ganz übergangen? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, die Tendenz dazu, dass die Märkte sozusagen jetzt viel stärker vermachtet werden und man an gesicherten Lieferbeziehungen Interesse hat, die ist auf alle Fälle da. Okay, jetzt habe ich hier eine weitere Teilnehmerin. Herzlich willkommen. Hallo, mein Name ist Lorena Fischer. Ich hätte eine Frage an Gerd Fleischer. Sie sprachen von diesem Beispielprojekt GIZ, BMZ und Bill und Melinda Gates Stiftung. Wie wurde da den Bauern geholfen? Mit Samen, sagten Sie, wahrscheinlich Düngemittel und so. Waren das alles Monsanto-Produkte? Danke für die Frage. Vielleicht darf ich noch eine anschließen, die auch gleich an Sie geht, weil sozusagen der Ruf nach einer gewissen Kontrolle von ausländischen Investitionen klingt sehr konsensual. Jetzt gibt es natürlich jede Menge Auslandsinvestitionen in Ländern, wo faktisch kaum Kontrolle stattfindet. Ein Modell wäre ja, dass man sagt, wieso, die Projekte sind einfach gut und die ausländischen Firmen haben das Know-how und die Kompetenz, das auch so vor Ort zu machen. Würden Sie sich dem anschließen oder wie halten Sie es sozusagen mit dem Ruf nach stärkerer Kontrolle? Ja, gut, fangen wir da mal an. Ich weiß nicht im Detail, ob Monsanto-Produkte dabei sind, aber Monsanto ist kein Partner in dem Projekt. Ja? Melinda Gates Stiftung investiert ja stark in Monsanto. Genau. Also irgendwo indirekt ist Monsanto doch ein Partner. Also die Bill und Melinda Gates Stiftung finanziert das Projekt, aber ist nicht in direkter Projektsteuerung dabei. Aber im Endeffekt ist es ein bisschen Markterschließung für Monsanto, was man da betreibt. Das glaube ich jetzt nicht. Also ich kann nicht mit Sicherheit sagen, also soweit bin ich nicht im Detail drin, welche Firmen, welche Produkte dort anbieten in den jeweiligen Ländern. Das geht ja von Burkina Faso bis nach Sambia. Das hängt ja, wenn es jetzt Monsanto-Produkte geht, es ja hauptsächlich um Pflanzenschutzmittel, denn ich glaube, Saatgut ist Monsanto nicht in der Baumwolle drin. Wenn es um Pflanzenschutzmittel geht, müssen die erst zugelassen werden. Das hängt also davon ab, wie in den jeweiligen Ländern die Situation ist. Worauf die Projekte jetzt sehr stark Wert legen und dran arbeiten, ist einerseits integrierter Pflanzenschutz, also den Bauern dahingehend zu beraten, dass weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, dass sie also von einer Situation herunterkommen, wo sie sehr stark abhängig sind von dem Kauf, zu einer Situation, wo sie stärker selbst entscheiden können und zum Beispiel Kenntnisse haben, wie sie Schädlinge besser erkennen können, wie sie Nützlinge fördern können, sodass also die Baumwollproduktion insgesamt weniger an Kosten für Betriebsmittel verursacht. Das Zweite ist dann, dass auch die Förderung von Kompostwirtschaft sehr stark in den Projekten verankert ist. Das heißt, letztendlich auch weniger Einsatz von mineralischen Düngemitteln. Die zweite Frage war die Kontrolle. Da ist einerseits die Kontrolle der globalen Wertschöpfungsketten. Da
Da ist ganz klar, dass wir einen Trend haben zu Verkürzung der Wertschöpfungsketten, die sehr stark von den globalen Players gemacht wird. Also wir haben Nestle, Unilever genannt. Das führt dazu, dass neue Qualitätsanforderungen auf die Kleinbauern zukommen. Und die Kleinbauern haben es natürlich schwieriger, die zu erfüllen als größere Betriebe. Von daher wird es immer eine Tendenz geben, dass die globalen Spieler eher zu den größeren Betrieben gehen, weil die leichter in der Lage sind. Also wir haben Projekte gehabt, zum Beispiel mit Global Gap, das ist ja der Zusammenschluss der europäischen Supermärkte, die sich Richtlinien auf Druck von Verbrauchern zurechtgelegt haben, zum Beispiel zur Minimierung der Produkte mit Pflanzenschutzmittelrückständen, Pestizidrückständen. Also Verbraucher wollen es nicht sehen in den Supermärkten. Die Supermärkte müssen dafür mit ihren zuliefernden Betrieben dafür sorgen, dass keine Rückstände auftreten. Die Richtlinien sind so gestaltet worden, zuerst von Global Gap, dass sie nur praktisch von europäischen Betrieben zu erfüllen waren. Also zum Beispiel von Paprika-Produzenten in Spanien. Wir haben dann Projekte gemacht mit Global Gap, um auch Kleinbauernzertifizierung in Ghana, zum Beispiel für Ananas, auf die Beine zu stellen. Und das hat auch funktioniert, sodass also die Ananasbauern weiterhin nach Europa liefern können, an die Supermärkte, die eine Global Gap-Zertifizierung verlangen. Das funktioniert auch insoweit, dass mehrere tausend Bauern dadurch ihr Einkommen haben. Das Einkommen ist aber nicht so hoch, dass jetzt zum Beispiel es an die Einkommen in Nischenmärkten herantragen würde. Also Bio-Ananas-Produzenten in Ghana verdienen immer noch besser als die Global Gap-zertifizierten Bauern. Aber es ist natürlich eine Marktchance für die, die die Bio-Zertifizierung nicht machen wollen oder nicht machen können. Danke. Willst du da nochmal direkt drauf eingehen oder sollen wir weitergeben? Ja, die Beschreibung würde ich sofort teilen, was es an Trend gibt, gerade mit den Standardisierungen auf den Lebensmittelmärkten. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist die Aufgabe auch zum Beispiel der Entwicklungszusammenarbeit an der Stelle? Ja? Und da wäre natürlich mein Wunsch, sich besonders um zum Beispiel Förderung von ländlicher Infrastruktur und Kleinbauern zu kümmern, dass die über Genossenschaften ganz anders daran beteiligt werden, als jetzt eine Rieseninitiative mit der deutschen Nahrungsmittelindustrie zum Beispiel aufzulegen. Weil sie sagen selber, die tendiert automatisch zu den größeren Bauern. Ich glaube, das wäre nochmal eine wichtige Anfrage. Also die eigene Entwicklungspolitik muss natürlich möglichst Kleinbauern sensibel sein. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig, weil das im Effekt der Hungerbekämpfung, das ist ja eins der Ziele der EZ, am nächsten kommt. Ne? Und natürlich kann man über viele dieser Projekte immer streiten, aber letztendlich ist die Frage wirklich, wo wirkt die EZ oder wo wäre sie am sinnvollsten eingesetzt, eine wichtige Fragestellung. Ne? Und das wäre natürlich mein Wunsch, dass sie das tut. Ansonsten sind Standards jetzt im Bereich der Wirtschaft ist ein interessantes Feld, was sich inzwischen auftut. Es gibt ja die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte, die im Juni letzten Jahres vom Menschenrechtsrat angenommen sind. Und da werden ja auch alle Firmen, alle auch deutschen Firmen, alle europäischen Firmen, auch alle chinesischen Firmen aufgefordert, im Grunde Menschenrechte mit der größtmöglichen Sorgfaltspflicht zu beachten in ihren eigenen Aktivitäten. Und das ist natürlich jetzt ein Aufgabenfeld, das auch alle europäischen Länder umsetzen müssen. Wäre wünschenswert, dass die Bundesregierung meinetwegen Aktionsplan entwickelt, der beschreibt, wie setzen deutsche Firmen oder Firmen, die in Deutschland angesiedelt sind, eigentlich diese Menschenrechtsprinzipien in Zukunft im Ausland um. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe. Da ist auch ein Riesenpotenzial jetzt zu sagen, wenn meinetwegen eine deutsche Bank in Agrarfonds investiert, sicherzustellen, dass es nicht zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Wenn eine deutsche Chemiefirma in Saatgutmärkte investiert, sicherzustellen, dass es nicht zu Monopoltendenzen kommt, die meinetwegen Kleinbauern vom Saatgutmarkt ausschließen. Das wären für mich alles menschenrechtliche Überlegungen, die ich jetzt toll fände, wenn man das auch überlegen würde. Was kann man davon auch von deutschen Firmen eigentlich langfristig erwarten? Im Landbereich haben wir ja durch diese freiwilligen Leitlinien zum Zugang zu Land-, Forst- und Fischereiprodukten, die durch die FAO entwickelt worden sind, im Grunde schon Standards, die man direkt anwenden könnte, wo man auch sagen könnte, bitte deutsche Firmen, bitte europäische Firmen, wenn ihr überhaupt noch in Land investiert, nur unter den Standards, die ihr angewendet habt. Das könnte die EU letztendlich beschließen. Deswegen ist, ob das Instrument freiwillig ist oder nicht, ist irrelevant. Die Frage ist, was macht die EU damit? Und wenn die sagt, wir verlangen oder wir erwarten, dass deutsche Firmen oder europäische Firmen das sich daran halten, wäre das sofort ein bindendes Instrument. Ja, egal, ob das jetzt freiwillige Leitlinien heißt oder nicht. Der Standard, der da drin ist, könnte verbindlich gemacht werden. Und ich glaube, da liegt eine große Chance drin. Also das deutet nochmal darauf hin, dass wir eine Menge Möglichkeiten hätten, auch in der Steuerung von ausländischen Direktinvestitionen sicherzustellen, auch in der Förderung, dass sie bei den richtigen Leuten ankommt. Aber das muss man politisch eben aktiv angehen und gestalten.
gut, danke. Christine. Ich glaube, meine Frage schließt daran auch ganz gut an. Letztendlich, wenn man sich jetzt vorstellt, die GIZ fördert Investitionen der deutschen Ernährungswirtschaft im Ausland, dann möchte man natürlich als sozusagen deutscher Steuerzahler direkt wissen, was ist eigentlich wirklich der Mehrwert dessen, also warum gibt es diese Initiative? Was erhoffen Sie sich davon, was anders nicht erreicht werden kann? Warum brauchen eigentlich gerade diese eher großen Firmen überhaupt noch die Hilfe, sozusagen da zu investieren? Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass sozusagen Rohstoffpreise nach oben gehen und die sich im Zweifelsfall eh bemühen müssen, an ihre Rohstoffe zu kommen. Und sozusagen die ausschließliche Kooperation nur mit den großen Produzenten vielleicht auch gar nicht mehr geht. Also was sozusagen ist auch so die Hoffnung der GIZ davon, da rein Geld zu investieren und Zeit. Und der zweite Punkt ist, auch anschließend an das, was Michael gerade gesagt hat, was für Standards, was für Anforderungen stellt man eigentlich an die Partner? Also sind in dem Moment, wo man mit so großen Unternehmen, großen Konzernen zusammenarbeitet, sind Sie dann da in der Rolle derer, die sagen, nur unter Voraussetzung A, B und C? Oder sind Sie eher in der Rolle zu sagen, wir möchten aber so gern mit Nestle, deswegen lassen wir uns vielleicht auch auf die ein oder andere Abweichung dessen ein, was wir eigentlich als wichtig empfinden? Ja, darf ich? Ja. Ja, danke für die Frage. Also die eine Frage, die GIZ oder das Statement, die GIZ fördert ausländische Direktinvestitionen. Das tun wir nicht. Ja? Wir fördern nicht deutsche Firmen dabei, nach Afrika oder Asien oder Lateinamerika zu gehen. Was wir machen, ist, gemeinsame Projekte zu planen und durchzuführen. Wo es Beiträge gibt von der öffentlichen Seite, Beiträge von Stiftungen möglicherweise, aber auch Beiträge von der Privatsektorseite. Und diese Projekte sind, und da kommen wir zur zweiten Frage, wir gehen nicht auf die Firmen zu, die Firmen stellen Anträge. Ja? Die Firmen entwickeln ein Konzept und dann wird geprüft, ja, ob entspricht das den Richtlinien. Und da sind natürlich auch die allgemeinen Prinzipien, die in der Entwicklungszusammenarbeit sonst auch gelten, wie zum Beispiel freiwillige Leitlinien für Land, gelten da auch. Ja. Wir sind dabei in dieser deutschen Initiative für Agrarwirtschaft und Ernährung, die es erst ein halbes Jahr gibt, seit Juni letzten Jahres, dabei auch einen umfassenden Katalog zu entwickeln, wo wir auch die Zivilgesellschaft einbinden werden, diesen Katalog auszuarbeiten und vielleicht auch zu monitoren. Also wir gehen nicht auf die Firmen und sagen, wir möchten gerne mit euch, ja, sondern die Firmen machen Projektvorschläge und wir gucken, was kommt an entwicklungspolitischen Wirkung dabei heraus. Was ist dann der Mehrwert in dem Sinne unseres entwicklungspolitischen Zielkatalogs? Und das heißt dann eben in den meisten Fällen, dass die Firmen mit Kleinbauern zusammenarbeiten sollen. Also der öffentliche Anteil geht dann auch in öffentliche Güter und die sogenannten öffentlichen Güter in der Sprache der Ökonomen. Und das heißt dann eben zum Beispiel gemeinsame Ausbildungsprogramme und nicht Ausbildung, um jetzt Produktplacement zu machen, sondern Ausbildung dahin, Grundausbildung für Bauern, um bessere Anbautechniken zu haben. Also die Dinge, die ich jetzt eben bei dem Baumwollprojekt beschrieben habe, integrierter Pflanzenschutz, der jetzt unabhängig davon ist, welche Firma welches Produkt dann letztendlich verkaufen kann, die Entscheidungskapazität der Bauern zu stärken, dass sie entscheiden können, welches Anbauverfahren sie haben möchten, in welcher Weise sie anbauen möchten. Dankeschön. Danke. Frau Ramdas, bitte. Ja. What we are seeing through foreign direct investment in our countries is that firstly, it's not about our farmers producing food to feed our people. It's about what the company from whichever be that national state from where that company is coming is going to get out of this. And that's very evident by the terms under which these foreign direct investment agreements are being drawn up. So every foreign direct investment bilateral agreement or through a free trade agreement is wanting the highest levels of protection which your companies need, which we have to underwrite for doing that kind of foreign investment.
They also want to have the total freedom to withdraw and pull out and take away their money as and when they please. When the markets are good, they want to be there. If the markets are down, they want to disappear. And they want to have the highest and more level of protection and securities, and being able to then legally be able to legislate and bring cases against our countries if any violation occurs. I think the whole issue of foreign direct investment, which we're missing over here, is one, the investment is not about benefiting small farmers at all. Secondly, it's all about fixing the small farmer into becoming a total slave of the company. So it's not, if you're really interested in this investment being making farmers self-sufficient, why do we see no investment in actually having, if you're really, first of all, I question the whole need of having foreign investment at all to feed ourselves. But if you are talking about investment, and it's very clear that the investment you find is to promote certain technologies, to promote companies, to promote an entire export-dependent kind of production, which finally, if you convert this into money, what that pineapple farmer you were talking about, whether he's in Bahamas or Indonesia, that money he gets or she gets, when you convert it to having to buy food again they have to go back and buy food from what? The company. So the company will provide the input for the foreign direct or the foreign direct investment to a production, and in turn that person has to buy their food from the company. So is this entire foreign direct investment only about promoting these monopolies of companies, and you who are development corporations are facilitating that process? Because it's not, we're talking about extraction. You're extracting water. You're extracting, and if we are looking at all the different parameters we've been discussing, I want to know, how do you view this as sustainable? How do you view this kind of development when you're going, there's absolutely no concerns about the kinds of challenges it poses in terms of energy, in terms of climate, in terms of building self-sufficiency. I don't see how that we can be sitting here and you can actually be telling us that this is really going to be building up small farmers. Because the cotton which you spoke of, we all know that Monsanto's big interest in cotton is GMO technology. And therefore we know that we have to be very, very conscious and very, very politically concerned that when you are making such statements. So why is it then that foreign direct investment, if you're so interested in the investment in our countries, is wanting the kinds of protections and the kinds of freedoms to move their capital in and out whenever they wish? I want that answer. Danke. Danke für diesen nochmal etwas radikaleren Blick auf ausländische Investitionen, die überhaupt die Sinnhaftigkeit in Frage stellt, aber auch nochmal aufzeigt, dass natürlich gegenwärtiges Handels- und Investitionsrecht, den Punkt wollte ich nochmal hervorheben, eigentlich eher zugunsten, im Moment zugunsten der ausländischen Investitionen, Investoren steuert. Also es ist nicht so, dass wir eigentlich nur einen Ruf nach Steuerung brauchen, sondern die Steuerung, die es gibt, ist eher zugunsten der Investoren. Herr Fleischer, Sie können hier gerne, wenn Sie schon so in die Mangel genommen werden, antworten. Interessiert uns alle, aber ich möchte auch die anderen natürlich auffordern, gerne hierzu Stellung zu nehmen. Ja, darf ich zuerst? Das waren eine ganze Menge Punkte und ich stimme natürlich zu, dass ausländische Direktinvestitionen negative Effekte haben können. Also Effekte auf Kleinbauern haben wir natürlich nicht, wenn wir in eine Struktur gehen, wo die Abhängigkeit da ist, wo Bauern vielleicht nur als Landarbeiter tätig sein können und das Lohnniveau sich dadurch nicht anhebt und sie dann vielleicht mit dem Lohn, den sie haben, dann vielleicht auch noch im firmeneigenen Lebensmittelladen dann einkaufen müssen oder vielleicht auch dort wohnen müssen und keine Möglichkeit haben, ihre eigene Existenz unabhängig von der ausländischen Direktinvestition aufzubauen. Solche Fälle gibt es ja in Lateinamerika zuhauf. Das möchte ich auch gar nicht beschreiten. Das ist sicherlich ein Fakt. Ich habe keinen direkten Einblick in Indien. Was man sicherlich sagen kann, ausländische Direktinvestitionen sind nicht daran interessiert, die Ernährungssicherung im Sinne von Subsistenzanbauförderung eines Kleinbauernbetriebes zu fördern. Denn damit, das ist kein wirtschaftlich nachhaltiges Unterfangen für den ausländischen Direktinvestor.
So. Wasser ist ja logisch. Von einem oder zwei Hektar, wenn eine Familie von einem oder zwei Hektar Hirseanbau, Maisanbau oder was auch immer an Grundnahrungsmitteln leben muss, dann hat sie im Prinzip kein Geld übrig, um in irgendeiner Weise auf dem Markt tätig zu werden. Also sie kann vielleicht gelegentlich Überschüsse verkaufen, aber muss in anderen Jahren Nahrungsmittel zukaufen. Denn wir wissen, in den Entwicklungsländern 500 Millionen kleinbäuerliche Betriebe gibt es. Davon ist die Mehrheit ist davon ernährungsunsicher. In dem Sinne, dass sie zum Teil Hunger leiden, zum Teil so arm sind, dass sie keine Nahrungsmittel zu bestimmten Zeiten zukaufen können. Also wir haben eine verbreitete Ernährungsunsicherheit. Jetzt zu empfehlen, dass überhaupt kein Anbau von Kulturen gemacht wird, von Früchten gemacht wird, die exportiert werden können, ist, glaube ich, nicht die Lösung. Also wenn wir jetzt mal wieder nach Westafrika gucken, in den Baumwollanbau, wo wir ja eine Förderung haben, oder auch nach Sambia, dort machen wir auch gleichzeitig eine Förderung des Grundnahrungsmittelanbaus für dieselben Bauernfamilien. Das heißt, die Betriebsmittel, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel Düngemittel, die sind nicht nur dafür da, dass die Baumwollfelder, auf den Baumwollfeldern vernünftig wächst, sondern die sollen auch für die Grundnahrungsmittelproduktion verwendet werden können. Das wird dann zurückgezahlt durch die Baumwolleinnahmen, aber gleichzeitig habe ich einen Einfluss oder eine Wirkung auf die Ernährungssituation des Haushaltes. Ob das dann allen Haushaltsmitgliedern gleichberechtigt zur Verfügung steht, das ist nochmal eine andere Problematik, wo man natürlich auch was tun muss, das ist ganz klar. Und wir haben eben auch durch diese Programme Bildungsinvestitionen in dem Sinne, dass Bauern besser in der Lage sind, die Grundnahrungsmittel dann auch anzubauen. Und das betrifft eben auch Frauen, die oft in der Grundnahrungsmittelproduktion engagiert sind. Okay, danke. Jetzt sind zwei in der Startposition hier, aber Sie wollten ganz kurz nur ein Beispiel. Geht es schnell oder dann würde ich Sie ausnahmsweise vorziehen? Ich danke Ihnen. Ich bin auch von der GEZ und ich wollte meinem Kollegen Gerd Fleischer, damit er nicht allein in die Mangel genommen wird, zur Seite springen. Ich bin gerade in Ghana gewesen. Es gibt ja drei Initiativen, die gemeinsam mit der Bill & Melinda Gates Stiftung und der Privatindustrie gemacht werden. Das ist die Baumwolle, das ist Kakao und das ist Cashewnuss. Und ich habe mir eines dieser Projekte angeguckt, das ist der Kakao in Ghana. Und da wollte ich nur mal ganz kurz sagen, wie das da läuft. Kakao wird von Kleinbauern angebaut, die aber nicht nur Kakao anbauen. Die bauen auch zum Beispiel Mais und Maniok an. Was dort gemacht wird, sind Farmer Business Schools. Die Berater, die das machen, die landwirtschaftlichen Berater, werden zur Hälfte von dem Ghana Cocoa Board, das ist das staatliche Cocoa Board, finanziert und die andere Hälfte, glaube ich, von Kraft Food. Und denen wird jetzt aber nicht nur, in der ersten Phase war das so, aber jetzt in der zweiten Phase wird ihnen eben nicht nur verbesserter Kakaoanbau quasi beigebracht und wie man sich als Businessman verhält als Bauer, sondern es wird ihnen eben jetzt, und Gerd hat das eben schon gesagt, eben auch gezeigt, wie kann ich meinen Mais und meinen Maniok besser anbauen, den sie für ihre eigene Ernährung anbauen. Weil sie sagen, die Weltmarktpreise schwanken so stark bei den Grundnahrungsmitteln, da baue ich lieber für mich selber noch an. Beim Kakao habe ich einen Fixpreis. Wenn ich nur Kakao machen würde, wäre ich davon quasi abhängig, dann zuzukaufen. Und wenn dann die Weltmarktpreise schwanken, ist es schlecht. Also bauen sie auch zur Hälfte andere Dinge an. Und da hat eben auch Kraft Food und Cocoa Board gesagt, das unterstützen wir auch, weil wir das Livelihood von den Bauern generell erhalten wollen, weil sie ja eben auch Kakao anbauen sollen. Wir wollen ja nicht, dass die den Bach runtergehen. So, und das insofern ist da die Investition, man darf da jetzt nicht immer nur schimpfen, wenn man sagt, und Kraft Food ist böse und Monsanto ist böse und so weiter. Was dort gemacht wird, ist entwicklungspolitisch sinnvoll. Und ich habe mir eine dieser Farmer Field Schools da angeguckt. Die Bauern sind extrem zufrieden damit, weil sie da extrem viele gute Sachen lernen, um besser auf eigenen Beinen zu stehen, besseres Einkommen zu haben und ihre Grundnahrungsmittel besser anzubauen. Also ich finde, man sollte da auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und nicht immer alles schlecht machen. Danke. Gut, Michael jetzt und dann Jutta Kill. Sie haben jetzt ja ein Beispiel, Herr Krall, vielleicht bleiben Sie gerade noch sitzen. Sie haben jetzt ja ein Beispiel gesagt, wo es in der Tat um eine Förderung von Kleinbauern geht. Ja, also weil im Kakaobereich halt viele Kleinbauern tätig sind. Man muss trotzdem zwei Fragen stellen. Das eine ist, warum muss die deutsche Entwicklungszusammenarbeit da wirklich mit rein? Könnte das die Firma nicht als solche auch selbst machen?
Warum würde sie das nicht sonst machen? Ich meine, wir sind ja auch sonst nicht unbedingt immer für Subventionen von der Wirtschaft. Ja? Also ich frage mich, warum ist sozusagen diese Koppelung nötig? Ja? Und wenn sie nötig ist, dann kann sie durchaus, glaube ich, auch sinnvoll sein. Ja? Das Zweite, was ich fragen will, ist, ob nicht trotzdem man aufpassen muss, welche sozusagen Trendentscheidungen man mit Investitionen nahelegt. Bei Monsanto ist einfach das große Problem, die haben zum Beispiel im südlichen, mit der Bill und Melinda Gates Foundation zusammen im südlichen Afrika mit ihrer Seeds of Hope Campaign kein gentechnisch verändertes, sondern Hybrid-Saatgut zum Teil verschenkt in manchen Saatgutmärkten 3-4 Jahre lang, bis der lokale Saatguthandel so nachhaltig zerstört war, dass man im Grunde nur noch bei ihnen kaufen kann. Das sind natürlich dann Tendenzen, die eigentlich in der Unterstützung von Artenvielfalt, Kleinbauern und so weiter negativ sind. Und da muss man natürlich sagen, welche Trends setzen sich mit solchen Unterstützungen. Ich glaube, das sind wichtige Abschätzungen, die auch vorher getroffen werden muss. Das spricht nicht automatisch dagegen, mit Firmen zusammenzuarbeiten, aber zu überlegen, warum muss ich als EZ dabei sein und setze ich keine falschen Trends. Dann wollte ich noch einen Aspekt dazu sagen. Es kommt jetzt so ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Zuständigkeiten hinein, zum Beispiel beim Beispiel Indien. Ja, Indien kümmert sich natürlich selber um seine Kleinbauern. Scheißdreck hätte ich beinahe gesagt. Entschuldigung, also sehr viel, sehr wenig oft, ja. Und wenn die jetzt sozusagen darum gar nicht kümmern und jetzt wird im Grunde kommt ein globaler Markt, der zunehmend auf standardisierte Produkte setzt und in Indien nehmen die Supermärkte dramatisch zu. Die wollen auch vielleicht durch das europäische Abkommen mit Indien gefördert. Die wollen natürlich standardisierte Produkte haben und dann geht auf einmal die ganze öffentliche Agrarforschung Indiens oder auch die wenigen Mittel, die da sind, im Grunde in die Bauern, die liefern können. Für diese Supermärkte, dann sind das keine Großbauern. Es sind Bauern in Indien, die 8 oder 10 Hektar haben. Die haben aber selber schon wieder 5, 8 Angestellte manchmal in Indien. Ja? Und wer vergessen wird, sind natürlich die, von denen Sie gerade gesagt haben. Wer will die denn fördern? Diese 1 bis 2 Hektar Bauern, vor allen Dingen frauengeführte landwirtschaftliche Betriebe, Dalits, Kastenlose. Und die werden vergessen und wir wundern uns am Ende, dass in Indien mehr Agrargüter produziert werden, der Wertschöpfung in der Landwirtschaft steigt, aber die Zahl der Hungernden nach wie vor bei 200 Millionen liegt. Und ich glaube, das ist das Dilemma, was da ist. Und da kommen eben verschiedene Akteure zusammen. Man kann jetzt weder dem Supermarkt sagen, du bist an dem Hunger schuld, noch sozusagen allein dem der Nahrungsmittelfirma. Aber es ist diese Kombination aus Faktoren, dass überall sozusagen diese besonders benachteiligten Gruppen übersehen werden. Ich glaube, da wäre für mich der Effekt oder der Ansatzhebel der EZ sozusagen, da Steuern einzuschreiten, dass diese Gruppen eben nicht übersehen werden und auch sozusagen im Dialog mit Indien da Druck zu machen. Ja, und es wäre natürlich auch eine menschenrechtliche Aufgabe für Indien zu sagen, die indische Regierung, und da müssen sich da wirklich sehr viel stärker drum kümmern. Und ist das in Indien von Bundesland zu Bundesland ohnehin sehr unterschiedlich. Das war jetzt nur idealtypisch. Ja. Es gibt auch indische Bundesländer, die sich sehr viel stärker darum kümmern. Ne? Gut, danke. Sie können jetzt gleich gerne nochmal darauf antworten, aber dann nehme ich jetzt vorher auf jeden Fall Jutta Kill einmal. Ja, passt auch dazu. Ich glaube, man muss zum einen unterscheiden zwischen Schlechtreden und legitime Fragen stellen. Das würde ich jetzt nochmal eine legitime Frage anschließen. Und zwar in dem entwicklungspolitischen Zielkatalog, den Sie erwähnt haben, Herr Fleischer. Welche Priorität spielt denn da Armutsbekämpfung bei Foreign Direct Investment? Sie haben das schon so ein bisschen beantwortet in Ihrem Kommentar jetzt gerade, dass Foreign Direct Investment ja nicht an Ernährungssicherung interessiert ist. Das stimmt. Da frage ich mich dann, warum engagiert sich denn dann die Entwicklungszusammenarbeit dafür? Da kann ja dann Armutsbekämpfung keine große Rolle spielen. Und das besorgt, wenn ich höre, dass die GIZ da mehr statt weniger machen will. Die Frage ganz konkret, können Sie vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, wie Sie denn, also zum einen bestätigen oder nicht, welche Rolle da die Armutsbekämpfung spielt, bei dem Engagement der GIZ im Bereich Foreign Direct Investment. Und zum anderen würde ich gerne noch mal von Helen hören, wenn es denn Foreign Direct Investment gibt. Ich würde in der Tendenz irgendwie zustimmen der Rednerin, die auch die Frage stellt, warum braucht man das denn eigentlich im Landwirtschaftssektor in den meisten Ländern? Aber wenn es es gibt, wie sähe denn aus Ihrer Position eine sinnvolle privatwirtschaftliche Förderung von Kleinbauern aus und Kleinbäuerinnen, die auch der Armutsbekämpfung der Bekämpfung von Armut zuarbeiten würde. Ich habe in der Diskussion eine ganz große Diskrepanz gehört zwischen dem, was notwendig wäre und dem, was derzeit passiert. Und ich glaube, wenn man über Transition, über Transformation redet, dann ist das ja ein Prozess mit einer Richtung.
Und ich glaube, da muss man auch in der Entwicklungszusammenarbeit ganz sicher gehen, dass man die richtige Richtung eingeschlagen hat. Nach dem, was ich bisher in der Diskussion gehört habe, bin ich mir nicht so sicher, ob denn die Richtung, die die GEZ eingeschlagen hat, da wirklich Armutsbekämpfung betreiben wird oder erreichen wird und ob sie denn so zielführend ist. Danke auch dafür. Vielleicht möchten Sie da noch mal ganz kurz drauf eingehen, aber wenn es geht, wirklich relativ kurz, und dann würde ich auch gerne noch mal Helen Diego das Wort geben. Sie zuerst oder Herr Fleisch? Ich geht schnell, ich will auch weg hier. Die sollen den Fleischer verwursten, der heißt ja schon so. Ganz kurz nur, was wir in diesen Projekten dort machen, ist Erarbeitung der Beratungsmaterialien und diesen ganzen Prozess ein bisschen moderieren. Und in der Erarbeitung von angepassten Beratungsmaterialien, da kennen wir uns als GEZ natürlich aus. Das machen wir seit Jahrzehnten. Da kennt sich Kraft Foods eben nicht so gut aus. Und das ist unsere Rolle dort. Und die finde ich ganz vernünftig. Und noch ein Wort zu Monsanto. Ich bin ein scharfer Kritiker des Roundup Ready Systems von Monsanto, ohne Frage. Aber wenn man sich die Palette von Monsanto anguckt, die stellen auch vernünftige Sachen her. Und ich bin eben nur gegen pauschale Verurteilung von Firmen. Und da wird immer so schnell dann gesagt, und Bayer Crop Science, das ist auch schlecht und so. Wenn wir diese Firmen nicht hätten, hätten wir viele sehr, sehr vernünftige Produkte nicht. Weil der Prozess, sowas heute zu erforschen, der ist so aufwendig und so teuer, das können sich kleine Firmen gar nicht mehr leisten. Und er ist teuer, weil wir als Verbraucher eben wollen, dass das eben auch alles extrem gut geprüft wird. Und von daher, deswegen sage ich, man darf nicht alles schlecht reden, sondern man muss schon auch solche Firmen differenziert betrachten. Danke. Helen Jego. There is a bit of concern from my side because one thing we are talking about agriculture in transition. I thought when we are talking about agriculture in transition is because there are systems that have actually failed. What I know is that we've been always been urged in Kenya that if we really have to grow, if we have to elevate poverty, because that is our big problem, we have to go the way of foreign direct investments, because we are told that we have come out of the era of grants and, you know, donor aid that used to give us support for the projects. And in this case, they say that with investment, there will be competitiveness and there will be growth, and there will be poverty eradication. And in this case, I have a concern also to the GT, I used to know them as GTZ, GIZ, that it looks like in the investments that is being made through the German corporation has no direct link to poverty eradication. Yet that is now the big problem, even after, you know, all the formulation of the aid Millennium Development Goals. There's no way you can run away from such a that big those goals without, you know, investing for the increase the incomes of the people so as to eradicate poverty. And I thought now in this case what we are discussing is that investment has to transform. And what I'm looking at is that there are possibilities of transforming investment, especially if you include all the actors. Why? It's because as small-scale farmers, we have our own alternatives. There are measures that if we are supported, that can be scaled up. It can improve on poverty and improve on, you know, increase in food production. And there are alternatives like, for example, even development of organic agriculture, which even the smallest farmer can use methodologies of biointensive agriculture and can use even as small as a half a hectare to produce food enough for the family and also to sell to the market. So I thought we should be talking about investments that can look at the alternatives that exist with the practitioners themselves, but not investments that are being coined and formulated by the technocrats. The lady, yes, foreign direct investments are very ripe in Kenya. I even forgot to mention that we have the flower industry as one of the key foreign direct investment in our country that has been existing for many years. And we have the investors that grow cut flowers
And it's one of the greatest concerns to the environment because we're using the plastic houses and putting a lot of pressure on our environment, especially in terms of the chemicals that are used to protect those flowers to look good blooms when they come to Europe. And they're already polluting our rivers, our lake. One of the worst studies that came out in the last 2 years is the Naivasha, Lake Naivasha, which so many investors have built their great glass houses there. So those things are there, but the question now is, are those, okay, we earn foreign income from that, but then the question is it alleviating poverty? Or is it contributing to reducing hunger in the region? That's my concern. Thank you. Danke. Die Zeit ist auch schon recht fortgeschritten. Man hat mir gesagt, ich solle pünktlich schließen. Also bei mir bleibt auf jeden Fall ein sehr gemischtes Bild von der Rolle von direkten Investitionen und zudem ganz viele Fragen, die wir hier in der kurzen Zeit nicht haben behandeln können. Vor allen Dingen die Frage der Steuerung. Und jetzt bei dem letzten Beitrag ist mir auch nochmal aufgefallen, dass eigentlich alle Beispiele, über die wir geredet haben, natürlich aus dem Cash-Crop-Bereich kommen. Blumen, Baumwolle, Tee, Kakao. Und die große Frage, welche Rolle ausländische Investitionen spielen könnten, sollten oder besser nicht sollten für den viel größeren Bereich, wo es nämlich nicht um Cash Crops geht, sondern in der Tat um Poverty Reduction, Food Staples und anderes, bei denjenigen, die eben nicht in die Cash Crop Ökonomie eingebunden sind, den haben wir hier auch nicht gestreift. Ich würde jetzt gerne Ihnen noch mal ein letztes Wort geben und danach muss ich auch die Runde in der Tat abschließen. Möchten Sie noch mal anfangen, Herr Fleischer? Ja, gerne. Also wir haben am Anfang schon die Diskussion begonnen damit, ich glaube, Herr Windfuhr hat das ganz prononziert gesagt, mehr Investitionen in den ländlichen Raum und die Landwirtschaft sind nötig, damit es zur Armutsbekämpfung und zur Reduzierung des Hungers kommt. Ist immer die Frage, wo kommt das her? Ja, und ich glaube, die ausländischen Direktinvestitionen haben da auch eine Rolle zu spielen und sie haben auch dann eine Rolle in der Armutsbekämpfung und wir müssen darauf hinarbeiten, dass mehr Kleinbauern davon von diesen Investitionen profitieren. Helen hat von dem Beispiel des Outgrower-Schemes im Teeanbau gesprochen. Wir haben Beispiele dazu. Es gibt solche Beispiele. Es gibt natürlich auch die Negativbeispiele. Und das ist ganz klar. Da muss die Entwicklungszusammenarbeit, aber eben auch gerade die nationalen Regierungen müssen da stärker drauf achten und da Leitplanken entwickeln. Und vielleicht muss es da auch noch einen größeren internationalen Prozess dazu geben, wo eben alle Players dabei sind, inklusive der Zivilgesellschaft. Dann möchte ich noch mal kurz auf die Bemerkung zur Armutsbekämpfung eingehen. Alle Interventionen, die ja nicht wir uns ausdenken, sondern die wir selber haben, die GEZ selber hat kein Geld. Wir haben Aufträge, die von anderen gegeben werden und die wir durchführen. Alles dient der nachhaltigen Entwicklung und der Armutsbekämpfung. Das sind aber verschiedene Facetten. Das eine Mal geht es um Einkommen von Kleinbauern, das andere Mal geht es eher um Bildung, um Gesundheit, um soziale Dienste. Und wenn, nochmal zurück auf die Subsistenzbetriebe, natürlich können wir die fördern, dass sie ihr Einkommen steigern, klar. Aber es gehören eben auch noch andere Elemente dazu. Und in manchen Fällen wird es auch so sein, dass man sagt, ein landwirtschaftlicher Subsistenzbetrieb kann nicht dauerhaft von mehr landwirtschaftlicher Produktion leben, sondern es müssen andere Beschäftigungsmöglichkeiten gefunden werden. Und die können auch dann eben mit unserer Unterstützung angegangen werden. Also ich stimme Ihnen zu, gemischtes Bild bei den auslandsdirekten Investitionen, aber ich glaube, wir müssen da noch mehr tun, gemeinsam. Danke. Ja, vielleicht zwei Sachen. Ich hatte darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, dass die Staaten im Süden selber Rahmenbedingungen schaffen für ländliche Investitionen. Es muss erheblich mehr investiert werden. Und die können auch am besten sicherstellen, dass das bei besonders armen Gruppen ankommt. Also es ist sozusagen erstmal eine nationale Aufgabe, ganz eindeutig. Wenn es überhaupt keine nationalen Regeln gibt und es kommen dann ausländische Direktinvestitionen, ist immer ein Risiko da, ja, dass das einfach nicht bei denen ankommt, die besonders arm sind. Von daher ist es unheimlich wichtig, dass es sozusagen einen nationalen Kontext gibt, in den Investitionen eingebunden sind und sinnvoll genutzt werden können. Wenn eine Regierung dazu in der Lage ist, können auch ausländische Investitionen, glaube ich, sehr sinnvoll sein, können auch entsprechend gesteuert werden. Wenn es gar keinen nationalen Rahmen gibt, ist es unheimlich schwer,
ausländische Direktinvestitionen sicherlich armutsfördernd in irgendeiner Weise einzusetzen. An vielen Stellen sind natürlich ausländische Direktinvestitionen kommerzielle. Und wir haben sowieso den Prozess, dass ich hatte gesagt, über die Supermarktstandards, Global Gap oder andere Interessen, diese Investitionen sowieso zunehmend international durchsetzen. Ja, also ist es gar nicht die Frage, soll es ausländische Direktinvestitionen geben oder nicht, sondern die Wirkung dieser globalen Märkte dehnt sich inzwischen in alle ländlichen Regionen aus. Und da ist eben wirklich die Frage einer vernünftigen Steuerung da. Und da ist eben diese Kombination aus verantwortlichem Nationalstaat und internationalen Standards, die sicherstellen, dass es nicht zu Menschenrechtsverletzungen kommt, glaube ich, das Entscheidende, an dem wir arbeiten müssen. Danke. Okay, thank you very much. Finally, I just want to say that FDIs are really being promoted by our African countries because that is how they see it as a vehicle to development. So what I'd like to suggest is that there's need for more dialogue, openness and transparency, and more inclusiveness of all the players in the whole stake. Thank you. Dankeschön. Zunächst Ihnen allen fürs Mitdiskutieren oder jedenfalls denjenigen, die hier vorne waren, und auch natürlich Ihnen dreien ganz besonders für das Stellen im Frage-, Antwort- und Kritikspiel. Dass der Punkt Steuerung von Investitionen in der Tat sehr offen geblieben ist, ist vielleicht nicht ganz so schlimm, da es auch den ganzen morgigen Vormittag um dieses Thema gehen wird und verschiedene Facetten, Payment for Ecosystem Services oder auch im Bereich der Kohlenstoffprojekte und im RED. Also da werden wir auf jeden Fall noch weiter dran diskutieren können. Jetzt obliegt normalerweise dem Moderator die schwierige Aufgabe, den Tag irgendwie noch zusammenzufassen oder ein Wrap-up zu unterbreiten. Das hat aber diesmal die Heinrich-Böll-Stiftung ganz intelligent gelöst, nämlich auf eine innovative Art und Weise durch ein Improvisationstheater. Und zwar das Improvisationstheater Die Gorillas. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Barbara Klär und Ramona Krönke. Du bist okay. Die Investorin. Ich bin die Investorin und werde diese Rede halten. Liebe Landbevölkerung, liebe Bäuerinnen und Bauern. Ich bin, danke, der Herr, der den Vorschlag gemacht hat, klatscht, das freut mich. Sie bekommen nachher das Geld, was ich Ihnen versprochen habe. Hören Sie zu, mir ist es persönlich ein großes Anliegen, darüber nachzudenken, was mit unserer Welt passieren kann infolge von verschiedenen Abläufen. Ich habe mir vorgenommen, zwei Ohren zu nehmen, zwei Schweineohren. Ich möchte Ihnen vorschlagen, aus diesen Schweineohren Diesel herzustellen, aus folgendem Grund. Viele denken, ein Schwein, das geht einfach seinen Weg, das brauchen wir nicht, das Ohr. Nein, es ist ganz anders. Sehen Sie, ein Ohr an sich hat ja die Fähigkeit, sich umzugraben, ja? Das wussten viele nicht. Man dachte nur von der Homöopathie, das sind doch Kuhhörner, die da eingegraben werden. Nein, sie können auch Schweineohren eingraben. Das Schweineohr an sich gräbt sich nämlich selbst ein. Nie hat jemand versucht zu erfahren, was passiert mit dem Schweineohr, wenn das Schwein von uns gegangen ist. Es geht also in die Erde hinein und erneuert sich selbst. Und dabei entstehen Ethane, Diesel. Diesen Diesel fangen wir auf. Wir fangen ihn auf und zwar folgendermaßen. Wir haben, stellen Sie sich vor, verschiedene Luftpumpen in die Erde gesteckt. Und wenn der Diesel nach oben steigt, geht auch die Luftpumpe nach oben. Und da Diesel leichter ist als Luft, steigt Diesel nach oben, Luft ist unten. Wir müssen also praktisch oben drüber nur noch den Diesel auffangen mit einem... mit einer Schüssel und unten dann zuhalten. Diese Idee ist in mir gewachsen wie ein kleines zartes Pflänzchen. Und ich wäre sehr erfreut, wenn Sie es gießen würden und mich in ganz geringem Ausmaße an dem Erfolg beteiligen würden. Ich danke Ihnen für Ihre Ausprobierfreudigkeit. Bio-Schweineohren aus Diesel. Wir machen es gemeinsam möglich. Auf Wiedersehen. Danke. Okay.
Dank.